uns gegeben hat, zugespielt hat. Ist derselbe Wald, hier hat sich das zugetragen. Und jetzt gleich kommt die entscheidende Szene. Dies ist eine Ansage an die Polizei. Wir sind mit Nachtsichtgeräten ausgestattet, mit Nachtsichtkameras. Wir filmen sie gerade. Sollten sie versuchen, das Camp zu stürmen, werden wir das in vielen Videos von vielen Positionen filmen und diese Filme veröffentlichen. Bleiben Sie ruhig und besonnen, dann passiert Ihnen nichts. Ende der Durchsage. Am Morgen, nachdem die Polizei versucht hat, das Camp in Wiesingen nochmal einzunehmen und mit Wasserwerfer und schwerem Gerät gestern aufgerückt ist, exakt an derselben Stelle, wo uns gestern Abend der Mensch hingeführt hat, der ganz am Anfang, als die Polizisten kamen, so gegen 23 Uhr, und das Camp zumindest von der Straßenseite scheinbar umstellt hatten, genau über diesen Acker entschieden zugelaufen ist und die erste Ansage gemacht hat, dass das komplette Camp in Mietzingen mit speziellen Nachtsichtkameras ausgerüstet ist und deswegen hat er auch dann der Polizei empfohlen, das Camp nicht einzunehmen, weil dann sämtliche unschönen Bilder sofort live ins Internet gestellt wurden. Das haben die Polizisten an der Stelle hier scheinbar noch nicht ganz ernst genommen, aber das ging ja weiter. Das hier ist jetzt die zweite Position, die gestern von der Polizei gesperrt wurde. Hier waren auch Wasserwerfer aufgefahren. Dann kriegt er gleich auch die Bilder gezeigt. Ich habe die Nachtsichtcam von dem, die hat er mir ausgeliehen, weil er hat mir gesagt, er spielt mir danach das Material zu. Aber die Bänder bekomme ich nicht, mit der er das gefilmt hat. Ich darf nur den Bildschirm abfilmen. Aber was ich eben vergessen habe, man hört mich auch diese Ansagen machen. Das liegt ganz einfach daran, dass er natürlich sich sonst zu erkennen geben würde durch seine Stimme. Deswegen hat er einfach die Ansagen auf Zettel geschrieben und mir gegeben. Ich habe das jetzt einfach mal so akzeptiert und habe das runtergelesen und er hat mir gesagt, ich soll ihm vertrauen. Ich habe das gemacht und er hat gesagt, das ist jetzt ein Joker. Ich habe ihn gefragt, was ein Joker ist. Da meinte er, das kann er mir jetzt noch nicht sagen, aber ein Joker bedeutet, dass es sind Independent Media Aktivisten, die diese Aktion vorbereitet haben mit diesen Nachtsichtkameras. Und der Joker ist eine kurz, ganz schnell abgesprochene Situation, ein Eingriff seitens der Medien als Gegenmacht zur Polizei. Achtung, Achtung! Dies ist eine Ansage an die Polizei! Wir haben Kameras mit Nachtsichtfunktion und werden jedes unbedachte Handeln ihrerseits dokumentieren und veröffentlichen. Bleiben Sie also ruhig, dann wird es keine hässlichen Bilder geben. Zieht ab, wir fordern den Abzug. Danke! Gut. Gut, das ist jetzt der Garten neben dem Haupteinfahrt zum Camp Mietzingen. Hier wurde ich hingeführt von dem Menschen, der diese Ansagen mit der Nachtsichtkamera an die Polizei gerichtet hat, im Namen des Camp Mietzings, dass die Polizei bitte abziehen möchte. Ansonsten, ja. Jetzt kommt die dritte Ansage, die ich hier verlesen sollte. Die gerade das Camp bedroht. Wir haben Nachtsichtkameras und werden jegliches polizeiliches Fehlverhalten in HD aufnehmen und unverzüglich live ins Netz stellen. Sollten es zu Ausschreitungen seitens und Gewalt der Polizei kommen, wird es direkt im Internet veröffentlicht. Wir bitten die Polizei, von unbedachtem Verhalten Abstand zu nehmen. Hören Sie auf, die Gewalt zu eskalieren. Wir bitten Sie, sich zurückzuziehen. Ende der Durchsage, 23.15 Uhr. Vielen Dank. Hier sind wir jetzt direkt neben dem Eingang Mietzingen. Hier steht noch die
Barrikade von gestern, mit der die Leute hier sich gegen die Polizei geschützt haben. Hier haben wir die zweite Ansage von dem Camp-Eingang vorgelesen, die wir jetzt einspielen. Achtung, Achtung! Es erfolgt eine zweite Durchsage vom Camp Bezingen an die Polizei. Bitte bleibt ruhig, wir fordern euch auf, die Zugänge zum Camp passierbar zu halten. Ziehen Sie sich zurück. Wir haben Nachtsichtkameras und werden jegliche Gewalt der Polizei unverzüglich im Internet in HD-Qualität veröffentlichen. Zur Vermeidung dieser unschönen Bilder fordert das Camp Bezingen Sie hiermit auf, sich zurückzuziehen. Ende der Durchsage, 23.20 Uhr. Vielen Dank. Hier war jetzt der Punkt, unser Punkt, wo wir danach hingezogen sind. Hier sollte ich das jetzt dem Anwalt erklären, die ganze Situation. Das habe ich dann getan. Daraufhin ist der Anwalt zur Polizei gegangen und hat das der Polizei auch erzählt, mit diesen ganzen Nachtsichtkameras und mit dem direkt online ins Internet stellen. Und dann hat er mit denen verhandelt, was zu tun ist. Und jetzt kommt die Reaktion der Polizei darauf aus derselben Perspektive. An der linken Straßenbarrikade in der Dorfstraße in Metzing. Die Polizei ist in die Ortschaft Metzing und in die Dorfstraße vorgerückt, da aus ihrer Reihe zu Straftaten gekommen ist. Unter anderem waren Polizeieinsatzfahrzeuge und Polizeieinsatzkräfte von Gegenständen worden. Die Polizei befindet sich weiterhin hier. Geäußert. Wir bitten die Polizei, sich entweder jetzt oder später zurückzuziehen. Bitte ziehen Sie sich zurück. Wir werden jegliche unschönen Bilder, die wir mit Nachtsichtkameras dokumentieren, unverzüglich im Internet per Livestream veröffentlichen. Das Camp Bezingen distanziert sich ausdrücklich von Gewalt, steht auch nicht auf Polizeigewalt und bittet Sie hier zum vierten Male, sich zurückzuziehen. Bitte haben Sie dafür Verständnis. Uhrzeit. Bitte ziehen Sie sich zurück. Ende der Uhr, Durchsage 23.37 Uhr. Vielen Dank. An der Stelle haben wir uns dann auch wieder die Barrikaden von Bezingen zurückgezogen. Das ist also genau der Hänger. Und hier folgt dann nochmal
eine weitere Durchsage. Achtung, Achtung! Dies ist eine weitere Ansage des Camps Witzingen. Wir freuen uns, dass die Polizei ein Einsehen gefunden hat und sich langsam zurückziehen möchte. Wir werden auch nicht zur Eskalation beitragen. Ziehen Sie sich zügig zurück. Wir wünschen Ihnen eine gute Nacht und freuen uns auf morgen. Ich wünsche keine Scheiße. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Ende der Durchsage 23:42 Uhr.